Hallo, in diesem Video lernen wir, wie wir Brüche kürzen und erweitern. Meine erste Frage an euch: Was haben diese drei Brüche miteinander gemeinsam? Wisst ihr es? Wie ihr sehen könnt, stellen die drei Brüche alle eine halbe Pizza dar. Die Brüche selbst haben verschiedene Zahlen, aber sie sind alle gleichwertig. Das bedeutet, der Wert der Brüche ist gleich groß. Doch wie komme ich auf diese verschiedenen Brüche? Indem ich die Brüche erweitere. Beim Erweitern werden Nenner und Zähler mit der gleichen Zahl multipliziert. Und dadurch verfeinere ich die einzelnen Bruchstücke. Wie ihr sehen könnt, ich habe hier eine halbe Pizza. Weil im Nenner steht die 2, deswegen in zwei gleich große Teile aufgeteilt. Und im Zähler steht die 1, das bedeutet eben nur eine Hälfte. Beim nächsten Bruch, 2 Viertel, haben wir insgesamt 4 Teile. Aber im Zähler steht 2, deswegen haben wir 2 Pizzastücke, die jeweils einem Viertel einer Pizza entsprechen. Und hier haben wir 4 Achtel. Das bedeutet, wir haben hier unser Ganzes in 8 gleich große Teile aufgeteilt. Wir benötigen aber eben nur 4 davon, wie es im Zähler steht. Doch zurück zum Erweitern. Ich habe ja schon erwähnt, es werden Nenner und Zähler mit der gleichen Zahl multipliziert. Habt ihr vielleicht eine Idee, mit welcher Zahl hier multipliziert worden ist? Hier wurde mit 2 multipliziert. Wenn ich jetzt nun mit 2 erweitere, rechnet man. 1 mal 2 ist 2 und 2 mal 2 ist 4. Und schon haben wir auf 2 Viertel erweitert. Um von 2 Viertel auf 4 Achtel zu kommen, erweitert man wieder mit 2. Dabei rechnet man wie folgt. 2 mal 2 ist 4 und 4 mal 2 ist 8. Und schon kommen wir auf unsere 4 Achtel. Hier noch einmal zusammengefasst. Beim Erweitern werden Nenner und Zähler mit der gleichen Zahl multipliziert. In unserem Fall war es die 2. Und ganz wichtig, die Brüche sind beim Erweitern gleichwertig. Also der Wert des Bruches bleibt gleich. Schauen wir uns die nächsten Brüche an. Ich habe hier 4 Zwölftel, 2 Sechstel und 1 Drittel. Habt ihr eine Idee, was diese Brüche miteinander gemeinsam haben? Ich habe hier nun 3 verschiedene Brüche, die alle gleichwertig sind. Das bedeutet ja, dass der Wert gleich groß ist, denn wir haben hier gleich viel Pizza, nur unterschiedlich aufgeteilt. Diese Unterteilung kommt natürlich von unseren Nennern. Doch wie komme ich jetzt von 4 Zwölftel auf 2 Sechstel und von 2 Sechstel auf 1 Drittel? Das nennt sich Kürzen. Beim Kürzen werden nämlich der Nenner und der Zähler durch die gleiche Zahl dividiert. Habt ihr eine Idee, durch welche Zahl hier dividiert worden ist? Um von 4 Zwölftel auf 2 Sechstel zu kommen, wurde durch die Zahl 2 dividiert. Und das rechnet man so. Ich habe hier 4 dividiert durch 2 ist 2 und 12 dividiert durch 2 ist 6. Und schon haben wir die Zahl 4 Zwölftel durch 2 gekürzt und erhalten somit 2 Sechstel. Wisst ihr nun, durch welche Zahl hier gekürzt worden ist, um von 2 Sechstel auf 1 Drittel zu kommen? Hier wurde ebenfalls durch die Zahl 2 gekürzt. Also 2 dividiert durch 2 ist 1 und 6 dividiert durch 2 ist 3. Und nun die Zusammenfassung.
Beim Kürzen werden Nenner und Zähler durch die gleiche Zahl dividiert. Und nicht vergessen, dass die Brüche gleichwertig sind. Wenn man nun das Erweitern und das Kürzen miteinander vergleicht, erkennt ihr sicher, dass beim Erweitern die Aufteilung feiner wird. Das bedeutet, unser Nenner wird größer. Und beim Kürzen wird die Aufteilung geringer. Das bedeutet, unsere Nenner werden kleiner.